Gerade derjenige, der immer sagt, man soll über den Tellerrand blicken, der hat es nicht gemacht. Und zwar ich. Heute früh um 3 Uhr bin ich aufgewacht und dachte mir, du hinterhältiger Typ. Ja, darum geht's heute. Die SEC und Gary Gensler. Los geht's. Dieses Video wird präsentiert von... Danny Crypto, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Donation für unseren Kanal. Ich freue mich da sehr drüber. Du unterstützt uns hier beim Wachstum. Und an alle anderen Glocken, ja, Glocke setzen, liken, abonnieren und Kommentar da lassen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Gary Gensler, Chef der Security and Exchange Commission in Amerika. Ihr kennt meine Meinung über diesen Typen und ich bin ja der Meinung, dass der nimmer lang da ist. Ich glaube, die Republikaner im Kongress werden jetzt dafür sorgen, dass der nimmer lang das Zepter in der Hand hält. Aber solange er noch da ist, müssen wir uns leider über uns ergehen lassen, was er so tut. Zum einen letzte Neuigkeiten natürlich, ja, man soll nicht FOMO bekommen und soll in Krypto ja nicht investieren. Dann die andere Seite natürlich sein Narrativ, dass alle Kryptounternehmen erst einmal alles Gauner und Verbrecher sind, weil die sich bei der SEC nicht registrieren. Aber man kann sich leider nun mal nicht registrieren. Für uns 5% Kryptorianer ist es ja nachzuvollziehen, wir wissen das. Aber wir reden über die 95% da draußen. Und das ist halt einmal das Problem. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn da in der letzten jüngeren Vergangenheit denn so alles passiert ist. Und dann gebe ich euch am Ende hin mal mein Fazit bzw. den Ausblick, was denn da der größere Plan dahinter sein kann. Was macht denn diese gerade unter der Führung von Gary Gensler? Natürlich hat Jay Clayton die Klage eingereicht gegen Ripple, aber Gary Gensler hält daran fest. Wir haben die Klage gesehen gegen Library, die SEC gewonnen hat. Transaktionen über den Sekundärmarkt betrifft, das sind wir noch lange nicht so weit, aber das ist eben auch sehr wichtig für die Crypto-Space. Aber Library hat verloren. Wir haben Untersuchungen, angekündigte Untersuchungen, Regulation by Enforcement, Regulierung durch Strafe. Wir haben Millionen Strafen, hat die SEC jetzt mittlerweile eingenommen über Settlements, also nicht über Gerichtsverfahren, sondern einfach nur über Vereinbarungen. Wir haben Kim Kardashians 2,6 Millionen US-Dollar, was wirklich ein Lacher ist. Wir haben jetzt BlockFi 100 Millionen Dollar, wobei schwer davon auszugehen ist, dass das Anlegergeld ist von FTX-Kunden. Das ist noch gar nicht klar. Also es kann sein, dass eben die Kunden da investiert haben bei FTX, die Börse dann gecrashed hat und dann BlockFi als verbundenes Unternehmen eben 100 Millionen Dollar an die SEC überwiesen hat. Wir haben 45 Millionen Dollar von Nexo, einer Landing-Plattform, und wir haben jetzt letztens 30 Millionen US-Dollar von Kraken, einer Börse. Kraken, gehen wir nochmal schnell drauf ein, es ging um das Staking-Angebot dieser Börse. Und das war wirklich ein Angebot von nicht registrierten Sicherheiten, sprich Securities. Und da hat Kraken sich bereit erklärt, eben 30 Millionen US-Dollar Strafe zu zahlen und dieses Staking-Angebot eben wegzunehmen. Wo ich mich dann natürlich frage, was ist mit den gestakten Assets, die da drin sind, denn die werden ja immer nur zu bestimmten Perioden eben freigegeben. Wenn ich nur an Ethereum denke, dann müssen wir bis zum Shanghai-Upgrade warten. Da ist eben auch nichts raus. Und die Ethereum-Staker, die wissen genauso viel wie wir alle, nicht viel. Und das alles ist geschehen, ohne regulatorische Klarheit überhaupt hervorgerufen zu haben. Ja, wir haben hier keinerlei Regeln bekommen. Und hier gehen wir jetzt auf das gestrige Video, da habe ich die Nachricht gebracht wegen Paxos. Und zwar hat die SEC Paxos mehr oder weniger untersucht, weil die einen Stablecoin rausbringen als nicht registrierte Security. Jetzt haben sich natürlich alle aufgeregt und gesagt, okay, es ist ein Stablecoin, ich kann von einem Stablecoin keine Gewinne erwarten. Aber Paxos hat relativ schnell reagiert. Warum? Weil die sich so eine Klage nicht leisten können. Das ist meine Vermutung und ich glaube, wir stimmen da alle überein. Das ist einfach zu teuer. Für ein Unternehmen wie Paxos, die einen Stablecoin im Minden, der für Binance ist, da komme ich auch nochmal schnell drauf zu dann, ist es einfach schlicht nicht bezahlbar. Ripple ist eine andere Geschichte. Ripple ist milliardenschwer. Die haben dann gesagt, okay, bitte schauen wir mal, was da rauskommt.
Und wir sind ja auf dem besten Weg, dass wir hier regulatorische Klarheit bekommen. Pexos hat sich das nicht leisten können oder kann es sich nicht leisten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es ja gar nicht so gegen Pexos ging, es geht gegen Binance. Binance, CZ, der Chef davon, die sind noch relativ unangegriffen von der SEC, aber jetzt geht es eben von hinten durch die Brust ins Auge. Das bedeutet natürlich, dass jetzt natürlich dieser Stablecoin von Binance ein Problem bekommt. Auf der anderen Seite haben wir dann die beiden anderen großen Player. Wir haben USDT, die erst letztens ihr nachweisen konnten, dass der USDT, der Tether-Token, dass der Dollar-gebackt ist. Und wir haben dann USDC von Oracle und Coinbase. Ja, und Coinbase hat dann gestern relativ schnell reagiert. Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, hat dann gleich mal rausgetwittert, wir wehren uns, dann sehen wir uns vor Gericht. Wenn die gegen uns vorgehen, gut, dann machen wir das. Die sind dort registriert bei der SEC, die machen ein sauberes Geschäft, die haben auch gut XRP delistet nach Klageeinreichung, weil die einfach hier keine größeren Probleme bekommen wollten. Aber jetzt glaube ich, jetzt ist der Punkt erreicht, wo Gary Gensler und die SEC zu weit gehen. Gestern habe ich ein Video gesehen von Robin.HD und Robin.HD ist kein XRP-Fan. Ich glaube, Robin ist überzeugt, dass Ripple die Klage ja ein bisschen verdient hat oder so. Ja, mag sein, wie es ist, ist egal, da können wir drüber streiten. Ihr kennt meine Meinung, Baby wird gesplittet. Aber Robin.HD hat gestern eben ist auf dieses Thema der SEC nochmal eingegangen und ich glaube, jetzt wird allen da draußen nochmal bewusst, wie wichtig dieser Fall SEC versus Ripple ist für den kompletten Crypto-Space. Das ist, glaube ich, nie so richtig bewusst gewesen, wie wichtig. Und jetzt wird dieser Fall einfach mal, er wird Krypto in den USA natürlich jetzt von dem her schon mal einen Weg weisen. Aber jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal zurück auf diesen Stablecoin. Was passiert denn mit dem Stablecoin? Oder wie sieht denn das aus? Und jetzt guck doch einfach mal an, was wir tun. Wir kaufen mit Fiat, überweisen an die Börsen und kaufen Stablecoins, um dann mit diesen Stablecoins Kryptos zu kaufen. Und ich habe die starke Vermutung, und es geht hier nur um Macht und Kontrolle, nur darum, einfach zu sagen, okay, wenn wir die Stablecoins irgendwie wegkriegen, dann können wir unsere Zentralbankwährung, unsere digitale Zentralbankwährung als den Stablecoin verkaufen. Mit dem Endeffekt, dass wir dann nur noch an Kryptobörsen überweisen können über den digitalen Euro, Yen, Dollar und damit dann eben die Kryptos kaufen. Was bedeutet, dass die Zentralbanken wissen, welches Krypto wir kaufen, um dann im Nachhinein eventuell dann Steuern einzuziehen oder Gewinnmitnahmen oder was weiß ich, Kontrolle und Macht. Und dann sehen wir nämlich dann die anderen Nachrichten, das geht so ein bisschen unter. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium in den Vereinigten Staaten haben jetzt schon mal Banken aufgefordert, ihre Kryptoangebote ein bisschen zu reduzieren oder überhaupt gar nicht dran zu gehen. Okay, also hier Kontrolle und Macht. Auf der anderen Seite haben wir währenddessen natürlich dann die Big Player, die hier natürlich immer mehr reinschießen in den Kryptospace. Wir reden über Goldman Sachs, wir reden über JP Morgan, über Vanguard und natürlich den weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, die jetzt alle für institutionelle Anleger ihre Angebote eben aufbauen und damit die Großen da oben noch mehr einkassieren können und wir Kleinen da unten eben rausgedrückt. Also das bedeutet institutionelle Big Player, ja, ihr dürft, ihr Retailer, ihr Kleinen, ihr Müller, Hubers, Meyers, Smith, Millers und wie sie alle heißen, nein, ihr bekommt hier Probleme. Euch wird einfach nur jedes Hindernis in den Weg gelegt, das es gibt. Und gerade diese Staking-Geschichte, das ist einfach anormal so ein Punkt, es hat nicht nur Geschmäckle, es stinkt zum Himmel. Stablecoins, jetzt das Nächste. Und ich denke, Binance wird dann irgendwann mal doch ein bisschen mehr Gegenwind von der SEC bekommen. Falls der Kongress nicht irgendwann mal einschreitet. Die sind aber auch relativ langsam damit und auch relativ vorsichtig. Denn ich habe gestern darüber gesprochen, Bill Huizenga von den Republikanern, Vorsitzenden des Finanzausschusses, hat jetzt schon mal die Mails abgefragt und die Nachrichten.
um November bis Februar wegen FTX, wegen der Pleite, der Aussage von Sam Bankman-Fried vor dem Kongress und dass der ganz zufällig einen Tag vorher verhaftet wurde. Auf der anderen Seite wurden keine Dokumente, Nachrichten, Unterlagen eingefordert von den Treffen zwischen FTX-Offiziellen und Sam Bankman-Fried mit Gary Gensler, dem Chef der Securities and Exchange Commission. Ja, wo sollen wir da hinkommen? So, Fazit. Ganz eindeutig. Wir Kleinen werden in Amerika, wir kann ich gar nicht sagen, denn die da drüben, die haben da viel mehr zu kämpfen als wir. Wir sind da regulatorisch schon mal einen Schritt weiter. Aber wenn die Amerikaner solche Waffen auffahren und solche Spielchen machen, habe ich die Befürchtung, dass viele, viele Regierungen danach ziehen werden. In Argentinien gerade ganz interessant. Die Nachfrage nach Kryptos oder das Interesse an Krypto ist sehr hoch. Ja, die sind von Krypto-Interessenten sind auf Platz 13. 95% Inflation in den letzten Monaten. Da kann man sich ja vorstellen, dass die natürlich ihr Geld ein bisschen safen möchten. Ja, Argentinien will zu BRICS. Es formiert sich Widerstand. Und das ist eigentlich das größte Fazit, was ich euch jetzt mitteilen möchte. Es formiert sich Widerstand. Die werden da oben versuchen, gerade in Amerika, ich sage mal die, aber das sind wirklich in Amerika, es ist ganz offensichtlich, dass die Regierung und die großen Institutionellen hier den Kleinen ein bisschen bekämpfen und Kryptounternehmen. Warum? Es geht um Dezentralität. Es geht einfach darum, dass die Banken nicht rausgedrängt werden möchten durch Zahlungen auf dem Lightning-Netzwerk oder über XRP, ohne dass man die Banken involviert. SWIFT haben wir schon gesehen, dann kam die Klage gegen Ripple. Boah, es formiert sich, ja, aber die können formieren, wie sie wollen, der Widerstand ist da. Ob das nun ein John E. Deaton ist, ob das jetzt Brian Armstrong von Coinbase ist oder eben Ripple. Denn Ripple hat da gleich von vornherein gesagt, das fechten wir aus. Denn die Technologie wird die Welt verändern. Das ist einfach so. Krypto ist gekommen, um zu bleiben und Krypto wird bleiben, weil die Technologie dahinter viel zu stark ist, viel zu ausbaufähig. Und das sind so Dinge und die läuft halt dezentral. Ja, jetzt versuchen natürlich die Großen da ein bisschen Kontrolle noch zu behalten. Das mit diesem CBDC, mit dem digitalen US-Dollar, ist jetzt einfach nur mal, es ist ja nur eine Vermutung von mir, aber es macht einfach Sinn, wenn ich die Stablecoins eben rausdrücke und man muss alles über den digitalen Euro dann zahlen, tja, dann haben sie eben ein Auge drauf. So, das war's. Das ist mir heute Nacht um 3 eingefallen. Da bin ich hellwach gewesen, auf einen Schlag, den Plan des Gary Gensler. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, setzt ein Like, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr denkt. Vielleicht habe ich noch was übersehen, vielleicht übertreibe ich und bin Verschwörungstheoretiker, kann ja auch sein. Aber mein Gott, dann ist es halt so. Ich lade euch ein, heute Abend Livestream 19.30 Uhr, dieses und andere Themen. Vielleicht geht es ja mal kurz, in der Regel wird es immer länger, als ich denke. Es macht auf jeden Fall immer viel Spaß mit euch. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video, Freunde. Pia, die sind dranblieben. Die sind alle dranblieben, aber wenn ihr schon dabei seid, ne, abgesehen davon, dass ich die Werte verloren habe, hier, guckt in die Playlist, da geht es um SEC vs. Ripple und hier unten, da könnt ihr ein Abo setzen.